Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alan Wake. Ja, Mirror Peak Aussichtspunkt, da müssen wir hin. Ja, und hier sind wir im Friedhof, ist vielleicht jetzt nicht so geil. Ja, ich bleib mal bei der Pistole. Okay, war eigentlich auch anders geplant. Aber naja. So, jetzt wollte ich gerade gucken, ob da was gedroppt hat, aber die droppen ja in dem Spiel gar nichts. Ach, naja. Gut, wir gucken weiter. Sind ja eh gleich da, so wie es aussieht. Also ich glaube, das ist nicht mehr lange dort. Das ist ein Häuschen. Muss ich mal reingucken. Ah, Batterien. Und Licht. Licht ist was Feines. Kontrollpunkt. Sehr schön, sehr schön. Ich könnte trotzdem Pistolenmunition gebrauchen. Gehen wir erstmal dahinter. Ich glaube, da ist auch nichts mehr, ne? Die Hütte sieht auch nicht mehr so frisch aus. Weiß nicht, ob wir da reingehen sollten. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Irgendwas stimmt hier nicht, ganz gewaltig nicht. Aua! Ach du Scheiße, fast tot, ey. Herrgott! Voll erwischt. Munition, Munition. Keine Munition. Doof. Ah, eine Manuskriptseite. Gucken wir mal. Wake und Kizzy. Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben. Damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Ja, so ist das. Da oben blinkt, glaube ich, irgendwas, ja. Wow, wow! Ups. Na gut, dann fangen wir halt hier nochmal an. Oh, da rollt die Minenlore auf uns zu. Kann ich die noch weiterrollen? Ja, kann ich, coole Sache. Okay, reicht dann auch wieder. Hier würde ich gerne mal. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Nö, na gut, dann nicht. So, diesmal hat es mich nicht erwischt. Sehr schöne Sache. So, die Manuskriptseite nehmen wir auch mit. Klicken wir auch mal kurz an. So, und dann gucken wir mal. Ja, hier können wir springen. Das vermisse ich bei Witcher irgendwie. Grey Peak Gorge.
Die Minenstadt Grey Peak wurde 1928 gegründet und war eine der Siedlungen, die die Bright Falls Mining Company für ihre Arbeiter errichtete. So. Der Friedhof in der Nähe ist ein Zeugnis für die Gelehrten, denen die Bergleute täglich ausgesetzt waren. Für die Gelehrten. Zeugnis für die Gefahren, denen die Bergleute täglich ausgesetzt waren. Die meisten Männer, die im Laufe der Zeit ihr Leben hier verloren, wurden dort begraben. Eine düstere Mahnung zur Vorsicht für alle Hinterbliebenen. Grey Peak Gorge wurde fast über Nacht verlassen, als die Bright Falls Mining Company 1970 ihre Tore schloss. Okay. Gut. Da liegt eine Kanne. Die holen wir uns mal. Na, da liegen auch noch ein paar Batterien. Achso, ich glaube, die können wir gar nicht mitnehmen. Ja. Dachte ich mir doch. So, Thermosflasche. Es fliegen bestimmt gleich wieder irgendwelche Sachen auf uns zu. Dann können wir ja nochmal zurückgehen. Die Batterien holen. Ist das? Noch mehr Batterien, die wir hinnehmen können. So was aber auch. Kann ich da reingehen? Ja, sieht nicht so aus. Vielleicht von der anderen Seite. Na? Nee, auch nicht. Das Häuschen hat einfach keine Tür. Das sieht man auch nicht so oft. Das soll aber vorkommen. Will ich hier mal rum? Ist auch nichts. Okay. Hier mal hingehen. Ist auch nichts. Kontrollpunkt. Oh je. So. Oh, Errungenschaft, sie sind hier. Interessant. Naja. War ja klar, war ja klar. So, jetzt kann ich nochmal zurückgehen und mir die Batterien holen. Zumindest ein paar davon. Hat hier nicht gerade auch noch irgendwas geblinkt? Nee. Hab ich mich getäuscht. Na gut. Na. Sehr gut. Sonderlich stabil scheint mir die Brücke nicht zu sein. Entschuldigung. Wow. So. Oh, da ist noch was. Huh. Müssen wir erstmal kurz die Energie und die Taschenlampe ein bisschen aufladen. Das
glaube ich, nicht schlecht. Bisschen Spiel haben wir noch. So. Was? Dampfross. Errungenschaft. Warte mal. Mal weg damit. Letzte Dampfross. Stellen Sie sich die Dampfmaschine. Okay. Okay, die Geisterstadt durchqueren, sind wir immer noch. Nee. Ich brauchte den Türschlüssel. Ja, das sollten wir irgendwie hinkriegen, ja. Ja, hier liegt der Türschlüssel. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich außen wieder die Gefahr von irgendwas. Nee, nicht mal. So. Hatten wir nicht in irgendeinem Manuskript irgendwas von einer Hütte gehört? Ein paar Batterien. Oh. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen, von Götterreichen, Träumen und Dämonen, von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst, die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Okay. Das ist schlecht, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich so viel Schrotflintenmunition, jetzt kriege ich Jagdgewehr. Warte mal. Ja, tauschen wir mal. Dann haben wir für das Jagdgewehr 11 Schuss. Ich glaube, der ist auch effektiver. Also auf jeden Fall ist die Entfernung etwas größer. Und daher kann man das Ding schon mal nehmen. Okay. Kann ich hier hoch? Kann ich hoch. Ich auch hoch. Okay, na gut, dann gehen wir da auch lang. Bitte sag mir nicht, dass ich hier irgendwo in einen Minenschacht reinkomme. Oh, guck mal. Hier sind so gelbe Tupfer drauf. Oh, Handy klingelt. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Okay. Zeigt in diese Richtung und der zeigt da hoch. Warte mal, ich gehe einfach mal. Ja, genau hier. Wunderbar. So, gucken wir mal, was da so Schönes drin ist. Eine Leuchtpistole und Leuchtpistolenmunition. Sehr geile Sache. Wie viel? 7 Schuss haben wir jetzt dafür. Die dürften uns mehr als nur einmal den Arsch retten. Hoffe ich zumindest. Ah.
Und coole Musik nebenbei. Na, wollt ihr auch noch? Nein? Na los, kommt her. Yay. So muss es laufen, Leute. Ach klar. Da kommen gleich die nächsten. Herrgott. 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 Hör mir auf, ey. Alter, der Horror. Sehr gut. Ohne eine Patrone zu verschwenden. Danger, do not enter. Sicher. Mann. War ja klar. So, hier drinnen soll es keine Vögel geben. Nehme ich mal an. Das heißt, wir ziehen mal wieder den Revolver. Was haben wir hier? Schubkarre. Da scheint nichts zu sein. Ja. Okay, und da lang mal weiter. Hier noch was? Nein. Herrgott. Das ist, sieht schon so unheilvoll aus hier, ey. Tunnels go to Cauldron Lake. Ah ja. Das kommt, glaube ich, echt von links. Ich glaube, da muss ich lang. Gehen wir jetzt erstmal in den anderen kleinen Tunnel da. Ah ja, Tunnels go to Cauldron Lake. Deswegen hören wir auch unsere Frau hier. Ich gehe mal da lang. Gucken wir mal, wo wir da landen. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Das ist aber schlecht. Wow. Herrgott. Gucken wir mal. Okay. Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Aber hallo. Hm? Besessene Jäger. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Ja, in dem Fall ist es wohl, so. Kann ich da reingehen? Oh. Huch. Na gut, dann nicht. Okay, na gut, dann gehen wir halt wieder hoch.
Oh, meine Hand schläft ein. Wieso schläft ihr eigentlich immer bei Alan Wake ein? Kann man das jemand sagen?